Ich stelle euch heute die Grundmontage vor. Dafür brauchen wir als erstes das Grundblei. In meinem Fall ein Tiroler Holz, 50 Gramm. Man kann aber auch ein einfaches Birnenblei nehmen. Dann eine Perle. Dass das Tiroler Holz nicht auf die Schnur rutscht, also nicht auf den Knoten rutscht. Zwei Wirbel. Ein Haken. In meinem Fall 8er, kann man aber auch beliebig wählen. Und eine Schere, um die Schnur passend zu kürzen. Genauer gesagt den Knoten. Jetzt fangen wir an. Wir ziehen als erstes einen Wirbel auf die Schnur. Und jetzt, wo wir dann jetzt das Tiroler Holz einhaken können. So, dass es einfach so läuft. So. Als nächstes ziehen wir eine Perle auf. Das nachher hier das Tiroler Holz nicht auf den Knoten rutschen kann. Anstatt dieser Perle kann man aber auch ein einfaches Blei benutzen. Das ist halt ein bisschen zu spüren wäre für den Fisch. Einen Gummischlauch oder einfache Stopper geht auch. Machen wir weiter. Knoten für den Haken. Aufziehen. Einen einfachen 8er Clinch-Knoten. Also 8 Umdrehungen. 3, 4, 5, 8. Jetzt da ganz einfach durch. Hier runter, ja. Nass machen. Und stramm ziehen. Komm. Jetzt. So, jetzt geht's. Dass er schön vorliegt. Und jetzt schneiden wir das Ende ab. So. Sieht das so aus. Jetzt haben wir das. Soweit. So, dass das Tiroler Holz nicht auf den Knoten rutschen kann, kann man die Perle einfach auf den Knoten ziehen. Und dann passt das. Dann nehmen wir uns einen Haken. So kann man hier einhängen. Schwupps, hängt da drin. Jetzt ist die Montage schon fertig. Ganz einfach. Kann da dann nicht mehr so drauflaufen, verheddert die nicht mehr so. Das war die einfache Grundmontage. Lasst ihr einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal.